Einen wundervollen Samstag, ihr Lieben. Hello aus der Küche. Ich hoffe, euch geht's gut. Was ist denn heute Programm? Also, ich habe Turbo-Kohldampf. Ich habe noch gar nichts gegessen und ich wollte schon immer mal so einen warmen Hüttenkäse ausprobieren. Das heißt, bevor Schlo jetzt gleich kommt, machen wir uns einen warmen Hüttenkäse. Zum Essen heute machen wir einen Brokkoli-Auflauf mit einem Hüttenkäse-Tomate-Gurke-Salat und mit ein bisschen Edamame bei. Also volle Eiweißdröhnung heute. Und wir bereiten für morgen einen Gemüsegratin oder Gemüseauflauf vor. Was mit dem rechten Arm passiert, geplant ist, ich weiß nicht, ob es eine Octo-Nurse, das ist ein Oktopus hier oben, der ganz viele Katzen im Arm hat und denen Milch ausgießt. Und da haben wir jetzt gestern die ersten gemacht, noch eine Katze, hier oben ist noch eine Katze. Und diese ganzen Lücken, Zwischenräume kommen die ganzen Tentakel und so. Im Moment sieht das so komisch aus, weil so eine Suprasorb-Folie drüber ist. Hier sieht man das ganz gut. Da ist nämlich eine dicke Luftblase in meiner Folie. Ich glaube, das wird ganz nice, wenn das fertig ist. Wird halt komplett armvoll, ne? Leute, wie sie da rausguckt. Meine Octo-Nurse. Freue mich da sehr drauf. Wie lange hat das gedauert? Gar nicht so. Ich glaube, 3,5 Stunden reines Tätowieren, weil wir nur die Outlines gemacht haben. Und wenn Schlo und ich aus dem Urlaub zurückkommen, Juli, nach dem Sommer-Event irgendwann, August sogar, wird es ausgemalt. 2 Sitzungen. Dann malen wir einmal hier unten aus, die 2. Und in der anderen Sitzung malen wir hier oben aus. Und dann gibt es noch eine 3. oder 4. Sitzung, in der wir den Zwischenraum mit den Tentakeln machen. Und planen wir eigentlich, dass auch eine Tentakel bis hier vor sich auf die Hand rollt. Am Arsch darfst du auch eine Katze ausmalen. Wollen wir mal den Warmhüttenkäse ausprobieren? Genie, ich bin gespannt, vielleicht schmeckt es auch überhaupt nicht, aber ich würde das gerne mal ausprobieren, weil ich esse ja immer meinen Magerquark zum Frühstück und manchmal hätte ich auch gern zum Frühstück was Warmes. Und jetzt habe ich gedacht, let's try this. Und ich habe ganz viel übertrieben geilen Scheiß von Koro bekommen. Wir haben es schon ausgepackt, da steht alles. Ich habe auch schon probiert. Und diese schokoladigen Kokosflakes, oder läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Die sind 20 von 10. Das Blaue sind, ist so Brezelteig, umhüllt von Milchschokolade. Und das dahinter sind Brezeln, umhüllt mit dunkler Schokolade. So, jetzt mache ich einfach mal den Hüttenkäse hier rein. Und ich mache den nur ganz lauwarm. Ich will nicht, dass der kocht oder brutzelt, sondern den machen wir lauwarm. Und in der Zeit schneide ich die Avocado, die Mango. Raus jetzt. Raus mit den Viechers. Jetzt habe ich nämlich was, da gebe ich dir gleich einen Löffel, Rabibi. Und wenn du dann nicht dahin schmilzt vor lauter Wonne, dann weiß ich halt auch nicht. Man tauche den Löffel hier hinein. Und probiere. Ich nehme da jetzt einen Löffel raus. Und das ist flüssiges Raffaello. Oh mein Gott. Weißt du noch was, sonst esse ich alles auf. Oh geil, Frühstück. Oder? Habe ich nie erwartet. Ja, stimmt, die Mango ist ein bisschen säuerlich, aber ich finde, das macht es ganz gut. Wobei, mit Erdbeer, weil die einen Tacken süßer ist, wäre vielleicht noch besser. Weißt du, was süß ist? Ich bin süß. Ich bin süß. Hello, Chat, was geht? Machen wir Hüttenkäse mit Mango. Boah, Mango. Welcher Teufel ist denn freiwillig Mango? Hey, Mango ist voll lecker. Mango ist die Teufelsfrucht. Und nicht so eine gute, wo du Gummiarme von bekommst. Die kommt straight aus der Hölle auf die Erde und wird nur von Teufel und Teufelinnen gegessen. Und du bist ein Teufelin. Augenscheinlich. Ich möchte dich nützlich machen. Das kommt ganz drauf an. Du könntest Hühnchen schon mal ein Streifchen schneiden. Oh. Ich freue mich da immer so sehr, mit dir zu streamen. Mhm. Also wirklich jetzt. Aber ich bekomme immer diese undankbaren Drecksaufgaben. Dann darf ich die Zwiebel schneiden, dann darf ich das beschissene Huhn in Streifen schneiden, dann darf ich irgendwas schälen, dann, weißt du, guck mal, ich Na, das bin, ist halt das, was willst du sonst machen? Probieren. Guck mal, ich bin hier, um eine gute Zeit mit dir zu haben, weil ich sehr gerne mit dir streame, weil ich gerne meine Zeit mit dir verbringe. So funktioniert halt Kochen, Schatz. Also in meinem Leben hat Kochen immer anders funktioniert. Ich habe mich hingesetzt, wenn es vorher an der Türe geklingelt hat, dann habe ich ihm Trinkgeld gegeben. Dann habe ich Wieso kriege ich nie Trinkgeld, wenn ich für dich koche? Dann habe ich meinen Karton auf, wenn du meine Karte hast. Dann habe ich meinen Karton aufgeklappt. Dann habe ich meine Pizza schnabuliert. Im Rand war schön Käse noch. Dann habe ich eine Aioli-Soße aufgemacht und über meine Pizza drüber. Und dann habe ich den Karton danach in die Küche gestellt. Okay, nimm mir eine Aufgabe, die du lieber hättest. Ich rühre gern um, tatsächlich. Mhm.
Ich probiere auch gerne. Mhm. Sowas wie Wasser aufsetzen mache ich auch gern. Mhm. Nudeln in Wasser rein. Gibt heute keine Nudeln. Spiegeleier mache ich auch gerne. Gibt's heute auch nicht. Gekochte Eier kann ich auch. Ich mache gern Dinge in den Ofen. Wenn alles mit Eiern bist du gut. Ich habe auf TikTok so einen Trick gesehen, wie die mit einem Zewa und einer Gabel dieses Weiße entfernen. Mhm. Geht das? Mhm. Du hast ja in einem Hühnchen immer dieses Dings. Und du kannst jetzt laut TikTok eine Gabel nehmen. Also mit einem Zewa hältst du dann dieses weiße Gerät dort fest. Und dann... Lol. Hättest du mir zugeguckt, habe ich letzten Kochstream erst gemacht. Hä? Mhm. Wie hättest du es denn gleich gern geschnitten? Ich hätte gern ein kleines Schnetzelchen, aber sowas hier. Ja, und deswegen schneide ich kein Hühnchen. Weil du dann immer, egal wie ich schneide, das muss noch weg, das muss noch weg. Deswegen bitte ich dich immer, das Hühnchen zu schneiden, weil ich dir das nicht recht machen kann. Doch, kannst du. Mach doch einfach das da weg. Ja, aber dann ist noch was anderes und dann bitte schneid du Hühnchen. Ich entferne dir gerne diese Dingsies. Und du machst das für die Tiere fertig. Und ich mach was anderes. Gibt's nicht was im Brokkoli? Ich wasche den Brokkoli. Ich schneide den. Ich pflanze den ein. Ich gieß den. Nachts decke ich den mit einer Decke zu, wie einen Kanarienvogel. Und sing dem eine. Boah, du bist ein Kanarienvogel, wirklich. Ich stoße heute sehr gut drauf. Hä, immer? Man nennt mich auch. Gut drauf, Rox. Die Sonne. Wann hat dich hier jemand auch nur einmal so genannt? Ja, leider nicht, obwohl ich's verdient hätte. Okay, ich probiere das jetzt einfach so, wie du das gemacht hast. Ich habe gemerkt, dass ich das so niemals abkriegen werde. Nicht mit diesem stumpfen Messer, egal wie ich da rumhantieren werde. Deswegen habe ich gedacht, wenn ich das so abschneide, deswegen habe ich mir angeguckt, wie viel ich dann wegschneiden würde. Und bin zu dem Entschluss gekommen und habe das weiter wie bei einem Schachspiel durchgesponnen, was sind die nächsten 36 Züge, die ich tun werde. Und dann kommt das Gleiche dabei raus, wie wenn man Kartoffeln schält. Und der ein oder andere von euch wird das jetzt vielleicht kennen, vielleicht nicht. Schälst du eine Kartoffel, die so groß ist, ist das, was du am Ende in deinen Topf schmeißt, noch so groß wie eine Walnuss. Es ist nicht möglich und es ist Zauberei, eine Kartoffel mit einem Messer so zu schälen, dass noch eine ganze Kartoffel übrig ist und du nicht Walnusskartoffeln, obwohl du so gigantomanische hast, in deinen Topf drin hast am Ende. Und deswegen habe ich das so gemacht, weil ich ausgerechnet habe, wie viel Hühnchen bleibt jetzt noch über, wenn ich auf meine Art und Weise das wegschneide, was ich wegschneiden möchte. Und was hast du ausgerechnet? So. Oh, ich liebe dich wirklich. So, Chat, ich schneide jetzt das Hühnchen. Das kommt dann wieder zurück in die Tupper-Schüssel, weil wir so eine Joghurtmarinade machen. Und es bleibt über Nacht in der Joghurtmarinade liegen. Was bleibt in der Joghurtmarinade liegen? Das Hühnchen, das gibt's erst morgen. Warum machen wir heute Hühnchen für morgen? Damit du morgen auch was zu essen hast, mein Schatz. Warum essen wir heute kein Hühnchen? Weil es heute Brokkoli-Auflauf gibt mit Hüttenkäsesalat. Was passt dir nicht? Swisscraft, danke für 23 Monate. Dass in dem Brokkoli-Auflauf Hühnchen wäre. Exile, danke für 40 Monate. Und vielen lieben Dank. Ich fand das eine sehr lecker klingende Kombination. Nee, in dem Brokkoli-Auflauf kommt gleich ein paar Schinkenwürfelchen. Das ist auch eine lecker klingende Kombination, findest du nicht? Was? Hühnchen wäre leckerer. Chat, heute war es ganz kurz davor, dass ich Schlo nur noch auf dem Sofa hätte schlafen lassen. Oh, wir hatten richtig Streit. Es ging darum, wir haben Disney-Filme gerankt. Und ich habe halt bei vielen gesagt, dass sie halt einfach Trash sind. Gute Disney-Filme, Chat. Ich rank euch die jetzt, okay? König der Löwen, Platz 1, mit Abstand. Dann... Also Ariel ist noch okay, findet Nemo, geht auch noch fit und dann kommt nur noch Trash. Statement? Er schläft in Zukunft auf dem Sofa. Da sagt er, Dschungelbuch ist Trash. Dschungelbuch ist voll Trash. Du bist voll Trash. Das ist halt für da mich sagt er, Pocahontas wäre Trash. Ich habe das halt früher natürlich auch geguckt, aber streng genommen ist halt, also auch von der Story her und so, Dschungelbuch übel Trash. Da sagt er, Schön und das Biest ist Trash. Schön und das Biest ist Trash. Du bist Trash. Susi und Strolch, das sind zwei Hunde, die Bolognese essen. Schatz, streng genommen sind Disney-Filme nicht
so gut. Das ist halt sehr viel Nostalgie und das verstehe ich. Ich habe die früher auch geguckt. Ich habe die früher als Kind auch rauf und runter geguckt. Ich habe auch rauf und runter Aladdin geguckt. Aber streng genommen ist das ein Shisha-buffender Boy, der auf einem Teppich durch die Gegend flattert. Arabische Nächte. Totaler Trash. Sogar musikalisch Trash. Haben wir Mann abzugeben, wer will? Da sagt er, die Schöne und das Biest, das ist auch so ein Ding, um den Kindern zu erklären, kommst du hässlich zur Welt, kriegst du trotzdem eine ab. Kriegst du trotzdem eine heiße. Und dann hat sie mir erklärt, der ist nicht als Monster auf die Welt gekommen, sondern der war verzaubert. Da habe ich gesagt, ja, trotzdem ist er hässlich. Und geht das nicht so aus, dass sie sich dann auch dafür entscheidet, hässlich zu sein am Ende und wird auch zum Biest? Oder war das bei Shrek? Oh. Weil es auf die inneren Werte ankommt oder so. Wird sie nicht auch zum Biest? Ich. Wir machen jetzt für den Auflauf das Dressing. Man nennt das nicht Dressing. Wie nennt man das denn? Die Creme? Das, wo es drin ist, Ladies and Gentlemen. Also, Chat. Wir machen 300 Milliliter Sahne da rein. Hab Leitsahne gekauft. 4 Eier. Sind sie haltbar? Ja. Du hast nicht dran gerochen. Weil die auf jeden Fall noch haltbar sind. Dann machen wir hiervon, das ist Frischkäse. Da ist schon Kräuter und Knoblauch drin, da muss man es nämlich nicht noch extra würzen. Guck mal, ich habe noch ein bisschen was von dem Edlin-Käse. Den machen wir auch da rein. Und dann rubbeln wir ein bisschen. Guck mal, ob das Schimmelstückchen hat oder so. Den habe ich gestern ins Omelett gemacht, vorgestern. Okay. Das ist mir mal mit Parmesan passiert. Der war nur haltbar in so einer Tüte und war gerade komplett. Ja, wenn das schon mal offen war, dann musst du tatsächlich gucken, so ein bisschen. Jetzt das hier kräftig rühren. Machen wir auch nochmal einen Spritzer Zitrone rein. Kann ich ohne haben oder geht das nicht? Kommt das da rein? Parmesan? Ja. Du kannst ja ohne haben, dann musst du auch nicht so viel reiben. Ich mag Parmesan nicht so gerne. Parmesan hat super viel Eiweiß, ne? Ja, das kann ja sein, aber ich mag den einfach nicht so gerne. Also geschmacklich, der ist so herb. So. Wow, 33 Gramm ist schon eine Menge. Und schon mag er Parmesan. Parmesan ist richtig lecker. Parmesan ist ja übel lecker. Hallo, hat die Ponise. Auf einmal mag ich den. Und jetzt kannst du die Röschen vom Brokkoli da gleichmäßig auf die drei Schüsselchen verteilen. Du musst dir beim Brokkoli fällen, musst du dir immer vorstellen, dass du so Baumfäller bist, weißt du? Weil das aussieht wie kleine Miniaturbäume. Bist du denn des Wahnsinns? Warum? Du kannst doch nicht mit dem Messer auf deine Hand zuhauen. Mir hätte doch nichts passiert. Die Hälfte ist auf dem Boden gelandet und deine Hand ist Gott sei Dank noch dran. Ich hab ja mit Gefühl gemacht. Holy! Jetzt hauen wir die Dings da drüber. Da kommt Käse drauf. Und dann ist das nachher ready für den Backofen. Dann bereiten wir gleich den Salat dazu vor. So, und das kommt jetzt gleich, wenn ihr es haben wollt, bei 180 Grad, 20 Minuten in den Ofen, bis der Käse geschmolzen ist. Also nehme ich das mit in die Location und später, wenn ich Hunger habe, einfach in den Ofen. Einfach 20 Minuten Backofen. Genau. Du kannst die Gurke entweder schälen oder waschen, was dir lieber ist. Ich muss sagen, ich mag das mit Schale sehr gerne tatsächlich. Ja, für mich ist das fein. Einfach abwaschen, gut. Gurke waschen kannst du ja. Ja, machst du gut. Wie hetzen deine Gurke am liebsten? Kleine Stückchen, kleine Viereckchen. Und jetzt die Tomaten hälfteln. Boah, da habe ich auf TikTok so ein Gerät gesehen. Da kann man so Mini-Tomaten reinstecken. Und dann ziehst du einmal so ein Messer durch und hast alle die Mini-Tomaten direkt geschnitten. Du kannst da zwei Teller aufeinander legen und die Tomaten in die Mitte und das Messer durchziehen. Aber ehrlicherweise gibt das auch ganz viel Matsch und dann rutschen die und mach... Leute, nein. Das ist ja 20 Head. Das ist ja los. Das probiere ich. Oh, das ist ja... Holy shit, das ist ja... Stimmt, weil guck mal, wenn wir so... Hab ich nicht gesehen. Alles gut, Tina, aber danke für den Hinweis. Zwischen den Tellern gleich das Messer durchziehen, dann haben wir es ja genau in der Mitte. Dann muss aber nur, die Tomate muss ja so groß sein, dass das Messer nicht drüber geht. Weißt du, guck mal, das geht mit den Tellern nicht. Sondern das ist ja schade. Wir müssen es so machen. Stimmt, wir bräuchten geradere Teller. Du kannst beide Teller einfach umdrehen, dann nehme ich euch den Spaß.
ist ja turbo crazy. Holy shit! Boah, ich hab gerade. Wir haben was erfunden. Ihr habt was erfunden. Man sollte uns einen Preis dafür jetzt geben. Mal ein schneller Kochstream heute. Obwohl wir zwei Essen gemacht haben. Mhm. Und mein Frühstück. Ihr nehmt euch das mit. Ihr nehmt euch den Salat mit. Jetzt spielen wir zusammen, oder?